Xef Yoyo. Die 3D-Druckindustrie entwickelt sich so schnell, dass man bereits Autos drucken kann. Damit ist Yoyo von der britischen Firma Xef Limited eines der weltweit ersten auf diese Weise gebauten Serienautos. Yoyo eignet sich perfekt für Großstädte. Das umweltfreundliche Auto ist 2,5 Meter lang, somit ist das Einparken kein Problem. Im Inneren findet man einen 7 Zoll Bildschirm und einen 10 Zoll Touchscreen, eine Klimaanlage und ein Panoramadach. Die technischen Werte sind beeindruckend. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km pro Stunde. Die Gangreserve beträgt mehr als 150 km. Der Kofferraum fasst 160 Liter. Das Auto wiegt nur 450 Kilogramm. Angetrieben wird es von einem Elektromotor mit einer Leistung von 7,5 Kilowatt. Die Herstellung dieses Autos wurde dank 3D-Druckern der deutschen Firma BigRap möglich. Dabei setzen die Spezialisten Geräte der G2-Serie ein, welche speziell für solche großformatigen Projekte entwickelt wurde. Sie verfügen über eine geschlossene Baukammer und einen erstklassigen Druckkopf. Aurora und Stratasys UAV. Im Jahr 2015 wandten sich die Ingenieure von Aurora Flight Sciences, einem Unternehmen, das auf unbemannte Luftfahrzeuge spezialisiert ist, an den israelischen Hersteller von 3D-Druckern Stratasys, um die weltweit erste 3D-gedruckte Drohne zu entwickeln. Das Ergebnis seht ihr hier. Die Drohne hat eine Spannweite von 2,7 Metern und wiegt 13,6 Kilogramm. Aufgrund des geringen Gewichts und des Elektromotors erreicht sie eine Höchstgeschwindigkeit von über 241 Stundenkilometern. Umso überraschender ist, dass 80% der Bauteile der Drohne gedruckt wurden. Den Großteil der Arbeit übernahm der Industriedrucker Fortus 450MC. Er stellt Details für Funktionstests her und eignet sich auch gut für die Herstellung von Werkzeugen, Einzelstücken sowie Fertigteilen. Anders gesagt, wäre es schwieriger gewesen, ein geeigneteres Gerät für diese Entwicklung dieser Drohne zu finden. Als Material für den Druck wurde Stratasys Ultim 9085 gewählt. Ein leichter, ungiftiger Thermoplast mit hoher thermischer und chemischer Beständigkeit. Stratasys Anatomical Models. Das hier ist ein weiteres interessantes Projekt vom bereits erwähnten israelischen Team Stratasys. Dieses Mal haben sich die Experten mit dem Jacobs-Institut zusammengetan, um den Bildungseffekt bei Medizinprodukten zu verbessern. Mit dem neuen Multimaterial-3D-Drucker Stratasys J750 werden ultrarealistische anatomische Modelle erstellt. Damit können unerfahrene Chirurgen in ein genau nachgebildetes Operationsszenario eintauchen, ohne das Leben einer echten Person zu riskieren. Die anatomischen Modelle, an denen Ärzte früher trainieren mussten, sind weit entfernt von den Körpern echter Menschen. Zum Glück gibt es heutzutage die 3D-Technologie. Stratasys J750 druckt jeden Teil des menschlichen Körpers, der gerade zum Training benötigt wird. Der Drucker kombiniert verschiedene Materialien, um Gewebearten wie Knochen oder Muskeln nachzubilden. Der entscheidende Unterschied zu anderen Geräten ist die biomechanische D-Metal XL. Viele Leute glauben, dass nur weiche Materialien wie Kunststoff oder Silikon für den 3D-Druck geeignet sind. Es gibt jedoch ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Edelstahlteilen spezialisiert. Wir zeigen euch gleich zwei Projekte vom niederländischen Unternehmen MX3D. Das erste Projekt stammt aus dem Jahr 2015, als Studenten der Technischen Universität Delft ein funktionsfähiges Fahrrad aus Stahl entwarfen und bauten. Mithilfe der Spezialisten von MX3D dauerten die Arbeiten insgesamt 3 Monate. Arc Bicycle ist das erste Fahrrad der Welt, das auf diese Weise in einem Schweißverfahren gebaut wurde. Bemerkenswert ist, dass das Fahrrad auf ein größeres Projekt des Unternehmens aufmerksam machen soll. Und es demonstriert eine Technologie, die sich für die Herstellung großer Metallobjekte eignet. Ab Oktober 2015 wird an einem der ältesten Kanäle Amsterdams, dem Oudeschijse Achterbuchwal, eine experimentelle Brücke gebaut.
Die Teile der Brücke wurden natürlich mit Hilfe der 3D-Technologie gedruckt. Bis die Brücke realisiert werden konnte, war es allerdings ein langer Weg. Die Spezialisten mussten sich mit einigen anderen Partnern zusammenschließen. Unternehmen wie Heymans, Lenovo und ABB unterstützten das Projekt. Der individuelle Ansatz ermöglichte es, wirklich komplexe, anmutige, aber langlebige Konstruktionen zu erstellen. Apis Core. Vor 2 Jahren beauftragte die Stadtverwaltung von Dubai das Unternehmen Apis Core mit dem Bau eines 2-stöckigen Bürogebäudes. Das entstandene Bauwerk ist das größte 3D-gedruckte Gebäude der Welt. Es ist 9,5 Meter hoch und verteilt sich auf 640 Quadratmeter über 2 Geschosse. Das Gebäude wurde ohne zusätzliche Arbeiten direkt auf der Baustelle errichtet. Als Material wurde eine von Apis Core speziell für dieses Projekt entwickelte Mischung auf Gipsbasis unter Berücksichtigung des heißen, trockenen Klimas verwendet. Es wurde lediglich ein 3D-Drucker benötigt, der auf der Baustelle seinen Standort wechselt, um die Wände Schicht um Schicht aufzubauen. Im Vergleich zu herkömmlichen Druckern hat er enorme Abmessungen. Der Drucker ist 5 Meter lang, 1,5 Meter breit und 1,5 Meter hoch. Er wiegt 2,5 Tonnen, trotzdem gilt er als recht kompakt. Open Bionics Prosthetic Limbs. Bionische Prothesen können extrem teuer sein und zwischen 35.000 und 120.000 US-Dollar kosten. Zum Glück hat das britische Unternehmen Open Bionics eine Lösung gefunden, die die Kosten einer Prothese auf 1.200 US-Dollar senken kann. Das Projekt ist für Patienten gedacht, die eine Ellenbogenprothese benötigen. Zusätzlich zur Prothese werden spezielle Sensoren am Arm angebracht. Sie lesen elektrische Signale ab, die durch die Muskeln gehen und ermöglichen es, die Prothese so zu steuern, als wäre es eine echte Hand. Die Finger bewegen sich unabhängig voneinander mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und können viele Bewegungen und Griffarten ausführen. Die beweglichen Finger werden aus thermoplastischem Polyurethan Ultimaker TPU95A gedruckt. Der Rest der Prothese, der steifer sein muss, besteht aus Ultimaker PLA, einem biologisch abbaubaren, biokompatiblen Polylactid. Die Rohstoffe dafür sind Mais und Zuckerrohr. Ingersoll Masterprint. Das nächste Projekt ist der Bau des weltweit größten 3D-Polymerboots. Sein einzigartiges Merkmal ist, dass der Rumpf lediglich aus einem Teil besteht. Das Projekt wurde von der University of Maine ins Leben gerufen. Das 7,6 Meter lange und 2267 Kilogramm schwere Boot wurde im Oktober 2019 präsentiert. Der weltweit größte Polymer-3D-Drucker Masterprint 3X kann Teile mit einer Länge von 30 Metern drucken. Der Drucker wurde für die Luft- und Raumfahrt sowie für die Automobil- und Marineindustrie entwickelt. Die Produktivität des Extruders beträgt 68 bis 453 Kilogramm Material pro Stunde. Er senkt die Produktionskosten um 90%, da Vorgänge wie das Schneiden, Schweißen oder Fräsen wegfallen. D4K Pro Dental. Dem internationalen Unternehmen EnvisionTech ist es gelungen, einen Desktop-Drucker zu entwickeln, der Kieferprothesen punktgenau und extrem schnell drucken kann. Der D4K Pro ist auf einem industriellen 4K-DLP-Projektor aufgebaut, der eine stabile Leistung über viele Jahre hinweg garantiert. Das Gerät ist kompakt, relativ einfach zu bedienen und für den Einsatz in kleinen Labors konzipiert. Der D4K Pro bietet unverzichtbare Lösungen für Anwendungen von Modellen bis hin zu Vollprothesen und alles dazwischen. Dies ist zum Beispiel E-Denstone, ein Material, das für die Herstellung hochpräziser, abtastbarer Dentalmodelle entwickelt wurde. E-OrthoShape ist ein ABS-ähnliches Material und wird für die Serienfertigung von Modellen zum Tiefziehen von Alignern empfohlen. Terron R-Hex.
Dieses Projekt ist neu und wurde erst vor wenigen Wochen angekündigt. Relativity Space, ein kalifornisches Startup, hat eine wiederverwendbare zweistufige Rakete entwickelt, die vollständig in 3D gedruckt wird. Dies ist die zweite Rakete dieses Teams. Im Gegensatz zum Vorgänger ist dies eine fortschrittlichere und umweltfreundlichere Lösung. Der erste Start ist für 2024 geplant. Der Terran R ist 66 Meter hoch und 4,9 Meter breit. Die maximale Nutzlast beträgt 20 Tonnen. Als Material wurden mehrere patentierte Legierungen ausgewählt, die speziell für dieses Projekt entwickelt wurden. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Raketen sind enorm. Herkömmliche Raketen enthalten über 1000 Teile, die Terran R hingegen weniger. Traditionell dauert der Bau einer Rakete 2 Jahre. Terran R wurde in nur 2 Monaten hergestellt. Die Ausfallzeit dazwischen beträgt normalerweise 2 Jahre. Bei Terran R sind es nur 6 Monate. The New Aurora. Das letzte Projekt wurde von einem niederländischen Forschungs- und Designstudio ins Leben gerufen, um das öffentliche Bewusstsein für die Verschmutzung durch Plastik zu schärfen. Alles begann im Jahr 2017, als die erste recycelte Sitzbank im Zentrum von Amsterdam aufgestellt wurde. Für den Bau wurde eine Menge an Plastik benötigt, die etwa 3000 Plastiktüten entspricht. Das sind etwa 50 Kilogramm Kunststoff, die 6 Stunden lang gedruckt wurde. Heute gibt es in Thessaloniki ein ganzes Labor, das Zero Waste Lab heißt. Darin können Anwohner mehr über Kunststoffrecycling erfahren, ihren Plastikmüll vorbeibringen und sogar an der Gestaltung eines Möbelprojekts mitwirken. Das Studio stellt auch Sitzbänke her, die an der Strandpromenade aufgestellt werden. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen! Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen! Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.